vielen Dank für euer Kommen. Ich freue mich sehr, hier in Jena einen Vortrag über künstliche Intelligenz halten zu können. Wie Timotheus gesagt hat, beschäftige ich mich mit vielen verschiedenen Wissenschaften, mit der Philosophie, der Ökonomie und der Mathematik. Und wir wollen das Thema der künstlichen Intelligenz durch das Prisma dieser drei verschiedenen Wissenschaften betrachten, so gut wir das in der Kürze der Zeit können. Wir sind auch dabei, einen Think Tank, ein Institut zu gründen, Kairos. Das ist altgriechisch, heißt der günstige Augenblick, wo wir uns mit eben solchen Zukunftstechnologien beschäftigen. Künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten, Nanotechnologie und so weiter. Und vor allem auch mit den philosophischen und ökonomischen Implikationen dieser Zukunftstechnologien. Heute also künstliche Intelligenz. Ich möchte den Vortrag in drei Teile gliedern. Und insgesamt wird er die Struktur einer 3x3-Matrix haben. Also jeder der drei Teile wird dann auch mal drei Unterteile haben. Im ersten Teil wollen wir uns mit der Mathematik der künstlichen Intelligenz befassen. Wie ist es überhaupt möglich, Programme zu schreiben, zu entwickeln, die intelligent sind? Wie ist es überhaupt möglich, so etwas wie künstliche Intelligenz herzustellen? Im zweiten Teil philosophische Fragen. Es gibt eine ganze Disziplin, die jetzt die Philosophie der künstlichen Intelligenz genannt wird, wo sich Philosophen zunehmend mit diesen Fragen befassen. Und im dritten Teil die Ökonomie. Viele, viele ökonomische Fragen werden aufgeworfen durch das zunehmende Aufkommen der künstlichen Intelligenz durch die künstliche Intelligenzrevolution. Beginnen wir mit dem ersten Teil, die Mathematik der künstlichen Intelligenz. Wenn ihr ein Programm schreiben wolltet, das in der Lage ist, intelligent zu sein, das also nicht nur das macht, was ihr ihm vorher sagt, was es machen soll, sondern das auch eigenständig Probleme lösen soll, das vielleicht neue Theoreme in der Mathematik entwickelt, das Musikstücke komponiert, das euch vielleicht im Schach oder im Go besiegt, wie jetzt künstliche Intelligenzen in der Lage sind, das selbst Autos steuert und Flugzeuge steuert, das vielleicht selbst Erfindungen vorantreibt, das vielleicht auch sowas wie emotionale Intelligenz entwickelt, also euch auch deuten kann und mit euch interagieren kann. Wenn ihr das alles machen wolltet, wie würdet ihr vorgehen? Nun, Mathematiker, Informatiker machen sich seit Jahrzehnten Gedanken darüber, wie das möglich ist. Und wir schauen uns jetzt drei verschiedene Strategien an, die benutzt wurden. Und die dritte ist sehr erfolgsversprechend. Die erste könnte sein, wir setzen auf Hardware, auf die Revolution oder auf die Fortentwicklung der Hardware. Es gibt ja das Mooresche Gesetz, das sagt, dass sich, stark vereinfacht gesagt, die Rechengeschwindigkeit von Computern alle 1 bis 2 Jahre verdoppelt. Ja, sagen wir mal jedes Jahr, das wäre eine Vertausendfachung jedes Jahrzehnt. 2 hoch 10 sind ja 1024, also eine Vertausendfachung. Nach 20 Jahren habt ihr eine Vermillionenfachung, nach 30 Jahren habt ihr eine Vermilliardenfachung. Und dann können wir ja einfach mal darauf setzen, wenn die Computer immer schneller werden aufgrund der Hardware-Entwicklung, werden sie ja vielleicht auch immer intelligenter. Aber das alleine reicht noch nicht. Stellt euch vor, ihr habt ein Hundegehirn und das Hundegehirn vertausendfacht ihr in der Geschwindigkeit oder ihr beschleunigt es um den Faktor 1 Million oder um den Faktor 1 Milliarde. Es ist trotzdem immer noch ein Hundegehirn. Es wird immer noch nicht in der Lage sein, Raumschiffe zu bauen und auf den Mars zu fliegen. Es wird wahrscheinlich auch noch nicht in der Lage sein, zu komponieren. Also nur Hardwareverbesserungen alleine reichen nicht. Sie sind sehr hilfreich, aber sie sind noch nicht hinreichend, um künstliche Intelligenz zu schaffen. Wir können uns das auch so vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt eine große Zahl. Ich gebe euch eine Zahl aus 100 Ziffern bestehend und ihr wollt diese Zahl in Primfaktoren zerlegen. Und ich gebe euch 2 Optionen. Entweder ihr bekommt den neuesten Computer, die beste Hardware, die ihr euch vorstellen könnt, aber die Zahlentheorie von vor 30 Jahren, also moderne Hardware, alte Software. Oder die Alternative ist, ihr bekommt einen 30 Jahre alten Computer, aber die neueste Zahlentheorie, die modernste Zahlentheorie, also alte Hardware, neue Software. Welche der beiden Optionen würdet ihr wählen, wenn euer Ziel ist, diese Zahl zu faktorisieren, die 100 Ziffern hat? Wer von euch würde den neuen Computer nehmen, aber die alte Zahlentheorie? Ja? Wer würde umgekehrt? Wer würde den alten Computer, die neue Zahlen? Ihr seht ja, ihr liegt auch richtig. Es ist tatsächlich so, Software schlägt Hardware. Jedenfalls, wenn die Zahl hinreichend lang ist. Bei einer kürzeren Zahl kann es noch umgekehrt sein, aber wenn die Zahl hinreichend lang ist, ist es immer wichtiger, die modernste Zahlentheorie zu haben, die modernste Software. Und so ist es auch bei künstlicher Intelligenz. Es reicht nicht, nur die Hardware voranzutreiben. Deshalb ein zweiter Versuch, der unternommen wurde, vor allem in den 60er, 70er Jahren, die logikbasierten Systeme oder Logiksysteme einfach. Da wurde versucht, einfach Regeln aufzuschreiben, denen dieses System dann unterworfen ist, an das sich dieses System strikt hält, deduktiv sozusagen. Es leitet aus diesen Regeln, aus diesen Axiomen ab, was es in den verschiedenen Situationen tun muss.
das hat erste Erfolge mit sich gebracht. Es gab die ersten Schachcomputer, die auch relativ erfolgreich waren, aber es ist dann irgendwann stecken geblieben. Es ist nicht wirklich weiter vorangegangen. Die logikbasierten Systeme sind stecken geblieben. Sie haben nicht wirklich Intelligenz entwickelt. Und wir sehen hier, wie die Betrachtung von künstlicher Intelligenz uns auch hilft, uns selbst besser zu verstehen. Denken wir von uns selbst, die wir ja intelligente Wesen sind, denken wir von uns selbst als logikbasierte Systeme, die also bestimmte Regeln deduktiv anwenden, oder ist da etwas mehr, steht noch etwas mehr dahinter? Und es könnte sein, dass noch etwas mehr dahinter steht. Jedenfalls der nächste Schritt, der jetzt vor allem in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr vorangetrieben wird, das sind die neuronalen Netze. Neuronale Netze. Und hier ist die Idee, wir lassen uns doch einfach mal von der Biologie inspirieren. Wir wissen, wir haben einen Computer, der intelligent ist, nämlich unser eigenes Gehirn. Bauen wir den doch einfach mal nach. In einer stark vereinfachten, schematisierten Form bauen wir den doch einfach mal nach. Schauen wir uns an, wie funktioniert ein menschliches Gehirn. Menschliche Gehirne sind in der Lage, Symphonien zu komponieren, mathematische Durchbrüche zu landen, Unternehmen zu gründen. Das schafft das menschliche Gehirn. Jedenfalls einige menschliche Gehirne schaffen das. Schauen wir uns doch mal an, wie das menschliche Gehirn funktioniert und bauen das dann nach. Und wie funktioniert ein menschliches Gehirn? Nun, ein Gehirn hat ungefähr 100 Milliarden Neuronen. Neuronen sind also Nervenzellen, 100 Milliarden im Schnitt und jedes Neuron im Schnitt 10.000 Synapsen. Es ist also verbunden mit 10.000 anderen Neuronen über Synapsen. Ihr habt ein gigantisches Graphennetzwerk. Und dann habt ihr einen Input, da werden bestimmte Neuronen dann aktiviert und lösen über die Synapsen, die wegführen von diesen Neuronen, einen Impuls aus und aktivieren einige andere Neuronen, wenn bestimmte Schwellen überschritten wird. Gigantische spontane Ordnung habt ihr in diesem System, eine emergente spontane Ordnung. Es gibt im Gehirn nicht eine zentrale Steuerungseinheit, die den anderen sagt, was sie zu tun hat, sondern diese 100 Milliarden Neuronen, sie alle wirken zusammen, Emergenz, spontane Ordnung. Das ist übrigens ein Begriff, den auch der Ökonomie-Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek sehr oft benutzt hat. Und als noch gar nicht klar war, wie eigentlich das menschliche Gehirn funktioniert, hat er bereits prognostiziert, dass da wahrscheinlich sowas wie Emergenz und spontane Ordnung eine Rolle spielt. Also keine Top-Down-Steuerung, sondern Bottom-Up-Emergenz. Und so ähnlich bauen wir das jetzt mal nach. Und die neuronalen Netze, die also Informatiker, Mathematiker benutzen, die vereinfachen das ziemlich stark. Die sagen, stellen wir uns doch mal vor, wir haben verschiedene Schichten. Und in jeder Schicht habt ihr, sagen wir mal, ein paar hundert Neuronen. Und ihr habt vielleicht ein paar Dutzend Schichten. Und jede Schicht, die Neuronen in einer Schicht, sind mit allen Neuronen in der jeweils nächsten Schicht verbunden. Und die in der nächsten Schicht sind wieder, jedes von denen ist mit allen Neuronen in der jeweils nächsten Schicht auch wieder verbunden. Es werden keine Schichten übersprungen, sondern immer benachbarte Schichten sind miteinander verbunden über Neuronen. Das ist also ein vereinfachtes Modell des Gehirns. Und das funktioniert jetzt erstaunlich gut. Stellt euch vor, ihr wollt ein Programm schreiben, das in der Lage ist, Hunde von Katzen zu unterscheiden. Schon ein kleines Kind ist in der Regel in der Lage, einen Hund von einer Katze zu unterscheiden. Aber zunächst macht das Kind vielleicht auch Fehler. Es sagt, da ist das ein Hund und dann sagt die Mutter, nein, das ist eine Katze. Und dann lernt das Kind nach und nach. Und dann irgendwann stellt sich das Gehirn darauf ein, bestimmte Muster zu erkennen bei der Katze und beim Hund. Und es ist gar nicht so einfach übrigens zu beschreiben, welche Muster das sind. Also versucht das mal zu beschreiben, das ist nicht so leicht. Oder das Alter zu schätzen von Menschen, wenn ihr sozusagen das Gesicht seht. Wir haben irgendwie eine Intuition, ob jemand eher 20 ist, eher 30, eher 40 und so weiter. Aber das ist genau zu beschreiben, woran das jetzt liegt, woran man das erkennt, ist gar nicht so einfach. Und nun setzen wir dieses neuronale Netz ebenso, trainieren dieses neuronale Netz ebenso, wie ein kleines Kind trainiert wird. Wir zeigen dem Hunderte, Tausende, Zehntausende Bilder von Hunden und Katzen zum Beispiel. Wie zeigen wir dem das? Nun ja, wir machen ein Foto von einem Hund oder einer Katze und teilen das dann vielleicht in 16x16 Pixel oder in 100x100 Pixel und geben das als Input ein in die erste Schicht in dem neuronalen Netz. Das ist die Input-Schicht. Und all die Synapsen werden jetzt erstmal mit zufälligen Gewichten versehen und es wird dann durch all diese Schichten hinweg wird ein Impuls gesandt und irgendwo habt ihr dann eine Output-Schicht. Also ganz links die Input-Schicht, ganz rechts die Output-Schicht. Dazwischen habt ihr die versteckten Schichten, Hidden Layers. Und es kommt dann raus, entweder das Wort Hund oder das Wort Katze. Und ganz oft wird dieses neuronale Netz einen Fehler machen. Und wenn es einen Fehler macht, bestraft ihr das neuronale Netz. Ihr sagt, das muss jetzt besser machen. Das heißt, es werden dann die Gewichte neu zugeordnet. Wenn es richtig liegt, werden die Gewichte verstärkt. Und es gibt bestimmte Formeln, mit denen ihr das machen könnt. Man nennt das Backpropagation. Ja, es wird von hinten nach vorne dann wieder zurück übertragen. Und so wird das neuronale Netz besser. Die Gewichte werden
immer besser und irgendwann ist das Neuronal Netz besser darin, als Menschen Hunde von Katzen zu unterscheiden und irgendwann ist das Neuronal Netz besser, Menschen das Alter von Personen zu schätzen oder halt irgendwelche Objekte zu erkennen auf komplizierten Fotos. Nach und nach wird dieses Neuronal Netz besser. Das heißt, hier haben wir ein Programm, das im Grunde genommen so ähnlich funktioniert wie ein Gehirn. Es ist dezentral, ihr habt spontane, emergente Ordnung, ihr habt weit verstreutes Wissen, das ist über viele Neuronen verteilt. Ja, die Neuronen spezialisieren sich auf verschiedene Informationen und darauf, wie sie die Informationen verarbeiten, wie sie die Impulse weiterleiten an die jeweils nächste Schicht. Ihr habt auch sowas wie Evolution. Neuronen, die besser sind, die werden gestärkt und die anderen werden ergänzt, ersetzt. Ihr habt also im Prinzip das, was man die 3E hat bei Hayek, die Emergenz, die Evolution und die Epistemologie in diesem neuronalen Netz. Und ja, ihr habt einen selbstlernenden Prozess. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, Verbesserung der Hardware, das ist hilfreich, es alleine führt aber noch nicht zum Ziel. Die logikbasierten, die sind zu starr, die führen auch nicht zum Ziel. Neuronale Netze scheinen sehr, sehr gut zu funktionieren. Und deshalb, die letzten 10 Jahre hat es einen enormen Durchbruch gegeben bei der künstlichen Intelligenz, basierend auf diesen neuronalen Netzen. Neuronale Netze sind zum Beispiel in der Lage, den Schachweltmeister in Schach zu besiegen, den Go-Weltmeister in Go zu besiegen. Ihr habt es vielleicht gelesen. Der Go ist ein viel schwierigeres Spiel, also man hat gedacht, es dauert viel, viel länger, den Go-Weltmeister zu besiegen, als den Schachweltmeister zu besiegen, aber das neuronale Netz hat es geschafft. Und jetzt hat man gesagt, naja, das neuronale Netz, immerhin hat man da menschliche Strategien eingegeben und es ist von Menschen inspiriert, aber man hat jetzt auch mal ein neuronales Netz genommen, dem man gar keine menschliche Strategie eingegeben hat, sondern hat es nur gegen sich selbst immer Go spielen lassen, viele, viele Millionen Partien Go. Es wurde immer besser, es hat immer gegen sich selbst gespielt. Könnt ihr ja auch gegen euch selbst spielen, immer, ihr wechselt dann halt immer die Seite. Und es ist immer besser geworden und jetzt ist es so gut, dass es sogar das andere neuronale Netz in über 90% der Fälle schlägt, dass eins den Go-Weltmeister besiegt hat. Also ihr könnt euch vorstellen, so eine Verschachtelung von künstlichen Intelligenzen, wo immer eine künstliche Intelligenz die andere 90% der Fälle schlägt und dann eine noch bessere, die dann in 90% der Fälle schlägt. Und die Frage ist, wie viele solcher Ebenen ihr haben könnt, wie viele Hierarchien ihr haben könnt. Ja, selbstfahrende Autos, mittlerweile sicherer als von Menschen gefahrenen Autos. Der Vorteil von selbstfahrenden Autos ist natürlich, die können viel, viel mehr Nicht-Standardsituationen üben. Wie viel, wenn ihr Führerschein macht, wie viele Nicht-Standardsituationen, wirklich brenzliche Situationen übt ihr eigentlich gar keine. Also ihr habt eigentlich nicht im Führerschein eine Situation, wo plötzlich euch ein Geisterfahrer entgegenkommt oder das habt ihr nicht. Das kann ein selbstfahrendes Auto natürlich viel mehr üben. Es kann träumen, muss ich sagen. Es steht still, aber es kann all diese Szenarien durchgehen. Und es können viele, viele Tausend oder 10.000 selbstfahrende Autos können untereinander ihre Informationen, ihre Erfahrung teilen. Also wenn ein selbstfahrendes Auto besser wird, können die anderen davon auch profitieren. Und die können natürlich in 360 Grad schauen und so weiter. Also deshalb sind die mittlerweile sicherer. Die mathematische Beweise zunehmend von künstlichen Intelligenzen auch zumindest unterstützt. Erste Musikstücke werden geschrieben. Die sind tatsächlich in immer mehr Bereichen, im Grunde genommen dieser Ansatz, das menschliche Gehirn nachzubauen, erlaubt uns, das, was Menschen grundsätzlich können, das können dann auch diese neuronalen Netze, das können auch künstliche Intelligenzen, Computer. Wie ist es mit emotionaler Intelligenz? Man sagt, okay, das können die nicht, also die können nicht Einfühlungsvermögen und solche Sachen, das haben die nicht. Und naja, auch das können die mittlerweile immer mehr lernen. Zum Beispiel, wie können wir erkennen, ob der Mensch, mit dem wir uns unterhalten, ob der glücklich ist, traurig ist, ungeduldig ist, geduldig, wie können wir das erkennen? Auch an den feinen Gesichtszügen und so weiter. Und das kann natürlich auch eine künstliche Intelligenz. Die kann das Gesicht in ein paar hundert Teile unterteilen und kann genau erkennen, die kleinsten Schwankungen im Gesicht, Pupille, Pupillenerweiterungen und so weiter und kann dadurch auf die Emotionen der Person schließen, besser als wir das können. Das heißt, auch sowas wie emotionale Intelligenz können diese neuronalen Netze entwickeln. Ja, ihr seht, dass hier Durchbrüche in der Mathematik, inspiriert von der Biologie, uns erlauben, Computer zu schaffen, wo man noch vor ein paar Jahrzehnten nur von geträumt hat. Die haben wir jetzt und die werden immer besser und werden in immer mehr Bereichen eingesetzt. Und das wirft jetzt eine Reihe von philosophischen Fragen auf. Und hier sind wir jetzt im zweiten Teil, die Philosophie der künstlichen Intelligenz. Wir haben uns angeschaut, die Mathematik der künstlichen Intelligenz. Da konnte ich nur einen sehr, sehr groben Abriss geben. Da gibt es ganze Vorlesungsreihen zu, wo ihr euch Semester mit den Fragen beschäftigt. Ich konnte euch hier nur mal die Idee mitgeben. Jetzt die Philosophie der künstlichen Intelligenz. Hier wollen wir uns drei Fragen anschauen, die philosophische Fragen sind. Philosophen fragen sich, ist es denn überhaupt grundsätzlich möglich, dass ein Computer intelligent sein kann, dass er also all das machen kann, grundsätzlich, was wir Menschen machen können? Oder gibt es da vielleicht prinzipielle Schranken? Dann schauen wir uns die Frage an, können denn diese künstlichen Intelligenzen auch sowas wie Bewusstsein eventuell entwickeln? Wir haben Bewusstsein, Qualia, das heißt, wir
sehen die Farbe rot, wir spüren den Wind über unsere Hautstreifen und so weiter. Können künstliche Intelligenz grundsätzlich sowas auch, Bewusstsein entwickeln? Und wir haben Fragen der Ethik natürlich, ethische Fragen, die sich ausschließen. Mit welchem Ethiksystem sollten wir so eine künstliche Intelligenz ausstatten? Hier wird ja der Programmierer zum Ethiker. Schauen wir uns diese drei Fragen an. Die Frage, können überhaupt Computer intelligent sein? Da gab es einen berühmten MIT-Philosophen, der ein Kritiker war dieser These. Hubert Dreyfus heißt er. Das war in den 60er, 70er Jahren, als die logikbasierten Systeme da waren. Er hat gesagt, diese logikbasierten Systeme können ganz prinzipiell ja niemals den Grad an Intelligenz erreichen, den wir Menschen haben. Denn die logikbasierten, da haben wir mit dem Gödel'schen Unvollständigkeitstheorem zu kämpfen. Das sagt also, wir können noch so viele Axiome hinschreiben, noch so viele Regeln hinschreiben und noch so viel versuchen herzuleiten aus den Regeln. Wir werden nie ein vollständiges Axiomensystem haben. Axiomensystem wird entweder unvollständig sein oder gar widersprüchlich. Ja, dann ist es gar kein Axiomensystem. Also ihr könnt entweder Aussagen herleiten und die Negation auch herleiten, das wäre dann widersprüchlich. Oder es gibt Aussagen, wo ihr weder die Aussage selbst noch die Negation herleiten könnt. Also ihr könnt noch so viele Regeln hinschreiben, ihr kommt irgendwann in Regionen, die ihr nicht ergründen könnt mit diesen Regeln. Das ist eine Kritik, die ist auch valide, aber die betrifft nur die logikbasierten Systeme. Also damals haben sich dann viele über Hubert Dreyfus lustig gemacht, meinten, naja, wir sind doch erfolgreich mit unserem logikbasierten System. Aber letztendlich hat er recht gehabt. Die Kritik an diesen logikbasierten Systemen, wir haben dann doch gesehen, die führen nicht so weit, diese logikbasierten Systeme. Er hat dann daraus geschlossen, dass künstliche Intelligenz generell nicht möglich ist. Ja, die Welt ist zu kompliziert. Wir schließen unsere Intelligenz auch oft mit Intuition, nicht nur mit der Ratio, sondern auch intuitiv erschließen wir uns viele Dinge. Und das können künstliche Intelligenzen grundsätzlich nicht. Er hat recht gehabt, logikbasierte künstliche Intelligenzen konnten das dann nicht. Aber jetzt mit dem, was wir wissen, neuronale Netze, wo wir das menschliche Gehirn im Grunde genommen modellieren, die sind viel eher dazu in der Lage. Und deshalb die Kritik war berechtigt von Hubert Dreyfus. Aber ist im Grunde genommen die Antwort, die Informatiker, Mathematiker, die dann die neuronalen Netze entwickelt haben, sind im Grunde genommen eingegangen auf die Kritik, ohne sie vielleicht zu kennen, und haben Systeme geschaffen, wo auch Intuition eine Rolle spielt, wo auch Lernen und Evolution und Emergenz eine Rolle spielt, was in den alten logikbasierten Systemen nicht der Fall war. Wie sieht es mit Bewusstsein aus? Können künstliche Intelligenzen grundsätzlich sowas wie Bewusstsein entwickeln? Hier sind wir in der Philosophie des Geistes. Ja, da machen sich seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Philosophen Gedanken. Bestehen wir nur aus der Materie oder bestehen wir aus Materie und Geist? Dualisten zum Beispiel sagen, naja, wir bestehen höchstwahrscheinlich nicht nur aus der Materie, sondern aus Materie und Geist. Und dann können wir können die ganzen Menschen nachbauen, das Gehirn nachbauen, den ganzen Körper nachbauen und so weiter. Ja, das ist aber trotzdem nur Materie, da ist noch nicht der Geist. Wenn das Bewusstsein wirklich im Geist hängt, nicht in der Materie, dann wäre das nur von außen, würde es so aussehen, als hätte das Bewusstsein, hat aber in Wahrheit gar kein Bewusstsein. Philosophen nennen das einen philosophischen Zombie. Sieht von außen so aus, als hätte das Bewusstsein, hat aber in Wahrheit kein Bewusstsein. Und wir werden es nie genau wissen. Aber genau genommen weiß ich auch nicht, ob ihr Bewusstsein habt. Ja, ich vermute sehr, sehr stark. Aber es gibt einige Philosophen, die sagen, wir können uns da nicht ganz sicher sein. Solipsisten sagen, im Prinzip weiß nur ich, dass ich Selbstbewusstsein habe. Ich weiß nicht, ob ihr Bewusstsein habt. Wir gehen aber davon aus. Und die Frage ist, ob wir dann irgendwann, wenn wir diese künstlichen Intelligenzen haben, ob wir da auch davon ausgehen würden, dass die Bewusstsein haben oder ob wir da so einen gewissen Restzweifel haben. Und da hängen viele, viele Fragen dran. Zum Beispiel, ob wir denen dann auch sowas wie Menschenrechte irgendwann zugestehen oder Roboterrechte. Oder ob, also wenn ich eine künstliche Intelligenz besitze, ist das dann eine Form der Sklaverei? Wenn die gar kein Bewusstsein hat, dann ist das keine Sklaverei. Aber wenn die ein Bewusstsein hat, dann wäre das vielleicht Sklaverei. Und das heißt, viele, viele Fragen hängen genau an dieser Diskussion um die Philosophie des Geistes und künstliche Intelligenz. Wir können hier eine Reihe von Gedankenexperimenten betrachten, um uns das zu erschließen. Zum Beispiel Theseus' Schiff. Kennt ihr vielleicht das Gedankenexperiment von Theseus' Schiff? Theseus, ein griechischer Held, läuft mit seinem Schiff in einen Hafen ein und sagt dem Werfteigner, er möchte das Schiff gerne ersetzen. Die Planken sind morsch, er soll Planke für Planke ersetzen. Und das tut der Werfteigner. Der Planke für Planke ersetzt er. Und jetzt hat er die erste Planke ersetzt. Und ich frage euch, ist das immer noch Theseus' Schiff? Wer von euch würde sagen, das ist immer noch Theseus' Schiff? Eine Planke hat er ersetzt. Okay. Jetzt hat er die Hälfte der Planken ersetzt. Das heißt, die Hälfte sind alte Planken, ursprüngliche Planken, und die andere Hälfte sind neue Planken. Ist das jetzt immer noch Theseus' Schiff? Würdet ihr sagen? Ja. Und jetzt hat er alle Planken ersetzt. Alle Planken sind ersetzt. Komplett neues Material. Ist das immer noch Theseus' Schiff? Okay, also melden sich schon noch aber immer weniger melden sich, und wir sind uns immer weniger sicher, ob das dann wirklich noch Theseus' Schiff ist. Denn wir können das noch weiterführen, das Experiment. Stellt euch vor, der Werfteigner,
nimmt diese alten Planken und sagt, es ist doch viel zu schade, die jetzt wegzuwerfen. Und in der Nachbarhalle setzt er aus diesen alten Planken jetzt das Schiff nach dem ursprünglichen Bauplan wieder zusammen. So mit den Planken von ursprünglichen Schiffen, mit exakt dem Bauplan des ursprünglichen Schiffs setzt er das wieder zusammen. Und jetzt haben wir zwei Schiffe. Wir haben jetzt das Schiff, das aus den neuen Planken steht, wo die meisten von euch immer noch der Meinung waren, das ist ja Theseus' Schiff. Und in der Nachbarhalle habt ihr ein Schiff, das aus den ursprünglichen Planken besteht und mit demselben Bauplan. Und die Frage ist, welches von den beiden Schiffen ist jetzt eher Theseus' Schiff? Wer von euch würde sagen, das Schiff aus den neuen Planken bestehend ist eher Theseus' Schiff? Okay. Wer würde sagen, das andere aus den ursprünglichen Planken besteht? Also ihr seid gespalten. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, da eine Antwort zu finden. Wenn ihr das Kontinuitätsprinzip anwendet, wo ihr eine unmittelbare Kontinuität habt, dann müsste das Schiff, das aus den jetzt neuen Planken besteht, Theseus' Schiff sein, weil ihr kontinuierlich wird es halt ersetzt, während das andere nicht in einem kontinuierlichen Übergang zum ursprünglichen Schiff steht. Wenn aber das Material für euch eine Rolle spielt, dann ist natürlich das Schiff aus den ursprünglichen Planken Theseus' Schiff. Bauplan haben ja beide. Beide haben denselben Bauplan. Und da streiten die Philosophen. Und was hat das jetzt zu tun mit der Frage, ob künstliche Intelligenzen Bewusstsein haben? Nun stellen wir uns doch mal vor, wir bauen jetzt mal ganz physisch ein menschliches Gehirn nach. Was ich vorhin beschrieben habe, war ja, wir bauen sozusagen im Computer, simulieren wir ein Gehirn mit diesen Schichten. Aber wir können ja jetzt einfach mal das Gehirn eines eurer Gehirne nehmen und wir bauen das jetzt 1:1 nach, das Gehirn. Und jetzt die Frage, in welchem der beiden Gehirne befindet sich jetzt das Bewusstsein? In dem ursprünglichen Gehirn oder in dem nachgebauten Gehirn? Naja, scheint in dem ursprünglichen Gehirn, sollte sich das Bewusstsein befinden. Da hat sich ja nichts dran geändert. Ich habe hier das Gehirn nachgebaut, aber an dem Bewusstsein hat sich ja nichts geändert. Aber hat jetzt dieses neue Gehirn auch Bewusstsein? Wer von euch würde sagen, das neue Gehirn hat auch Bewusstsein, dass ich exakt so nachgebaut habe? Okay. Wer würde sagen, das hat kein Bewusstsein, dieses neue Gehirn? Auch ein paar. Es ist wirklich unklar. Es ist unklar. Philosophen sind sich sehr unschlüssig darüber. Wir können es ja jetzt auch so machen. Ich nehme euer Gehirn und ersetze jedes Neuron nach und nach durch künstliche Neuronen. Dann habe ich sozusagen ein künstliches Gehirn geschaffen, das aber in einem kontinuierlichen Übergang zum ursprünglichen Gehirn besteht. Und würdet ihr vermuten, dieses neue, alte Gehirn, also das Gehirn, das aus neuen, künstlichen Neuronen besteht, dass das Bewusstsein hat? Wer würde vermuten, das hat Bewusstsein, dieses Gehirn? Also komplett neues Material. Und ja, das Gehirn ja immer erneuert alle paar Jahre. Biologisch erneuert sich ja das Gehirn. Also es ist durchaus plausibel, dass es irgendwie Bewusstsein hat, auch wenn es ja aus komplett künstlichen Neuronen besteht. Und jetzt habe ich zwei Kopien von mir. Jetzt mache ich, wie Theseus es macht. Ich ersetze hier das Gehirn und nehme das ursprüngliche Material, baue hier ein neues Gehirn. Zurzeit geht das alles noch nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es vielleicht mal ein paar Jahrzehnten geht vielleicht. Habe ich jetzt zwei Gehirne? Wo ist euer Bewusstsein? Wo ist die Kontinuität eures Bewusstseins? Ihr könnt ja nur eine der beiden Personen sein, oder könnt ihr jetzt beide Personen sein? Ich will die Fragen hier nicht alle beantworten. Ich will nur sagen, dass diese Fragen, die bisher nur im Elfenbeinturm von Philosophen diskutiert wurden, in ein paar Jahrzehnten vielleicht sehr, sehr praktisch Relevanz haben. Nämlich dann, wenn wir darüber diskutieren, hat dieses Wesen, dieses künstliche Wesen, auch Bewusstsein und wie behandeln wir das? Philosophische Fragen. Eine weitere philosophische Frage, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Wir wollen ja nicht, dass die künstlichen Intelligenzen uns alle irgendwann unterdrücken, unterwerfen, versklaven oder gar umbringen. Das wollen wir ja nicht. Und darüber diskutieren tatsächlich einige Forscher jetzt sehr intensiv. Wie können wir das verhindern? Denn diese künstlichen Intelligenzen, die irgendwann, wenn wir ein Gehirn haben, das nicht aus 100 Milliarden Neuronen besteht, sondern aus 100 Billionen Neuronen und das dann vielleicht nochmal eine Billion Mal so schnell ist wie wir, dann wird sich diese künstliche Intelligenz zu uns so verhalten, wie wir vom Intelligenz sozusagen, wie wir uns zu einer Ameise gewissermaßen verhalten. Es wird uns so überlegen sein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? Und die Frage ist, wie wird dieses Wesen damit uns umgehen, diese Superintelligenz? Und wir müssen jetzt darüber nachdenken, mit welchem Ethikprogramm statten wir die aus? Es kann auch sein, dass sie sich so selbst an ein Ethikprogramm gibt und dann dem entkommt, aber wir müssen uns darüber Gedanken machen. Und das wird in ein paar Jahrzehnten relevant, aber es ist heute schon relevant, nämlich bei selbstfahrenden Autos. Wenn ein selbstfahrendes Auto mit Karacho über die Landstraße fährt und plötzlich rennen 5 wilde Teenager auf die Straße und 2 brave Teenager bleiben am Rand, was sollte dieses selbstfahrende Auto machen? Sollte es die 5 wilden Teenager überfahren und nehmen wir mal an, die sterben dann? Oder nach rechts ausweichen und die beiden braven Teenager, die ist genau richtig, die braven Teenager sind am Straßenrand geblieben, die sind nicht auf die Straße gerannt. Was sollte dieses Auto machen? Und das muss der Programmierer ja vorher entscheiden. Er muss ja vorher diesem Auto sagen, wie es in solchen kritischen Situationen sich verhalten sollte. Er muss entscheiden, let's go. Ja,
Ja, das ist auch eine Entscheidung, zu sagen, er soll weiterfahren, ist auch eine Entscheidung. Ich frage euch, was würdet ihr lieber wollen, dass das selbstfahrende Auto geradeaus fährt und die 5 wilden Teenager tötet? Ja, wer würde das lieber wollen? 5 Teenager sterben, ne? Ja. Einfach, wenn da gerade Teenager auf der Straße wären, auch geradeaus fahren. Ja, aber immer geradeaus. Aber immer geradeaus ist ja nicht, ist ja wahrscheinlich nicht richtig. Wir wollen ja, dass das Auto dann auch ausweicht. Wir wollen ja, dass das Auto im Zweifel auch ausweicht, wenn es geht. Aber manchmal geht es halt nicht. Und dann müssen wir uns entscheiden. Wer würde eher nach rechts ausweichen, sodass nur, dass die 2 getötet werden? Das ist schwierig. Wir haben, das ist eine Anwendung des sogenannten Weichen-Dilemmas, das ihr vielleicht kennt. Das, ihr seht es jetzt auf Facebook, ganz viele solche, alle möglichen philosophischen Gedankenexperimente werden jetzt auch in Form dieser Weichen-Dilemmata dargestellt. Da müsst ihr euch entscheiden, soll der Zug 5 Leute überrollen oder wollt ihr den auf ein Nachbargleis umleiten oder überrollt er dann 2 Leute? Frage bitte. Ja, können wir das sozusagen wahrscheinlichkeitsbasiert machen? Also man stimmt ab in einem Glauben, wer ist für A, wer ist für B. Und dann wird sozusagen so eine 80-20-Regel, einfach dass sozusagen das Auto entscheidet, dann ist so quasi so ein Wahrscheinlichkeitssimulator und dann wird quasi die Würfel geschmissen und je nachdem, wie die Leute der Meinung sind, es sollte sein, fährt es entweder bei 5 oder 2. Im Zweifel ist es dann zu viel. Wann willst du denn abstimmen? Willst du vorher abstimmen über verschiedene Szenarien, oder? Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist aber auch natürlich umstritten, ob das der richtige Weg ist. So, eine Frage, dann mache ich weiter. Ja, Benedikt? Ja, vielleicht würde ich, sollte man von den Personen abstrahieren, man kann auch abstrahieren, dass man die Hindernisse hat und dass man nur aus Sicht des Fahrers und der Hintersten berechnet, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, ist ja egal, ob wir jetzt Menschen am Straßenrand sind oder einen Baum, ist es sinnvoller, gegen den Baum zu fahren? Oder ist es sinnvoller, geradeaus zu fahren, das Hindernis da zu fahren, in Bezug auf Sachschaden oder Personenschaden in der Insassen? Ja, das gar nicht überlegen, ist es jetzt, dass 5 Leute mehr werden und 2 Leute mehr werden, sondern einfach überlegen, wie kann ich den Fahrer schützen? Den Fahrer schützen, das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir immer den Fahrer schützen wollen. Bitte? Das Problem, wer denkt, der jetzt juristisch ist, doch noch eigentlich viel fieser. Wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Wertzinnigstand der Technik, kann der Programmierer oder der Erschaffer dieser Maschine ja gar nicht voraussagen, wie sie in dem Fall reagieren wird, weil die ja selbst lernt, sich selbst mit diesen Situationen auseinandersetzt und für sich aufgrund ihrer Rechenvoraussetzungen eine Entscheidung treffen. Genau, die kann selbst lernen. Wir können sie trotzdem natürlich mit einem bestimmten Ethikprogramm ausstatten. Zum Beispiel, wir haben die Entscheidungsreifen, wollen wir eine utilitaristische Maschine oder wollen wir eine eher naturrechtliche? Oder wollen wir eine vielleicht kantianische Maschine? Eine utilitaristische versucht irgendwie natürlich die Zahl der Todesopfer zu minimieren. Langfristig hingegen minimiert sie die vielleicht eher, wenn sie die braven Teenager schützt, die sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Das ist also schwierig. Naturrechtliche würden sagen, okay, wir dürfen nicht das Recht auf Leben von den anderen sozusagen nehmen, die am Straßenrand stehen. Ist das nicht eine Rückkehr dieses logischen Programmiersystems auf das eigentlich nicht mehr logische Ja. System, was man anwenden möchte? Ich habe auch darüber nachgedacht, könntet ihr vielleicht auch ein neuronales Netz benutzen, damit eine Maschine lernt, ethisch zu handeln? Denn wir selbst wenden ja in unserem täglichen Leben nicht strikt eine ethische Denkschule an. Wir sind nicht strikte Utilitaristen, wir sind nicht strikte Naturrechter, wir sind nicht strikte Kantianer, sondern wir haben eine Mischung aus all dem. Und ihr könntet euch vorstellen, dass ihr ein neuronales Netz habt, das ihr ganz vielen solcher ethischen Dilemmata aussetzt. Und das dann, und Menschen entscheiden das dann auch und das neuronale Netz schaut, okay, wie entscheiden die Menschen das und wird dann halt immer mehr, passt sich immer mehr an das an, wie auch die Menschen entscheiden, was eine Mischung ist aus all diesen verschiedenen Schulen, utilitaristisch, naturrechtlich, kantianisch und so weiter. Also auch die Frage können wir nicht abschließend beantworten. Ich will euch diese philosophischen Fragen auf den Weg geben. Denkt drüber nach, die Philosophie der Intelligenz. Können die überhaupt intelligent sein? Wahrscheinlich ja, jetzt mit neuronalen Netzen. Können die Bewusstsein haben? Sehr, sehr umstritten. Denkt über diese Gedankenexperimente nach mit Theseus Schiff und es gibt eine Reihe von anderen. Und jetzt die Frage Ethik. Ja, mit welchem ethischen Programm würdet ihr ausstatten? Wie kann eine künstliche Intelligenz ethisch oder moralisch handeln? Das sind enorm große Fragen, mit denen frühere Generationen noch nicht konfrontiert waren, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, über die wir jetzt nachdenken müssen. Und jetzt schauen wir uns den dritten Teil an. Das ist die Ökonomie der künstlichen Intelligenz. Das Aufkommen von künstlichen Intelligenzen hat enorme, enorme Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Und viele, viele Fragen stellen sich jetzt für Politiker, für Ökonomen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und hier schauen wir uns 3 Fragen an. Erstens, was bedeutet es für die Wachstumsrate, das Wachstum der Volkswirtschaft? Zweitens, was bedeutet es für sowas wie Besteuerung? Sollen wir die besteuern? Wie machen wir das? Wie können wir sie einbauen in unser Steuersystem? Und drittens, was bedeutet es für unsere sozialen Sicherungssysteme wie das Rentensystem? Riesige Fragen, die sich auftun. Ich werde euch hier ein paar Denkanstöße geben. Was bedeutet es für das Wachstum? Nun, höchstwahrscheinlich wird es eine enorme Explosion im Wachstum geben. Die
dadurch bedingt ist, dass, naja, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr einen Mensch habt und ihr beschleunigt den dann mal um den Faktor eine Milliarde oder ihr habt noch ein neuronales Netz, das aus vielen Billionen Neuronen besteht, nicht nur aus 100 Milliarden, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eine enorme Beschleunigung von Wachstum habt. Und einige vermuten sogar, dass ihr eine so enorme Beschleunigung habt, wie ihr zuletzt hattet beim Übergang von den Jäger-Sammler-Gesellschaften zu den Agrargesellschaften und auch beim Übergang dann von den Agrargesellschaften zu den Industriegesellschaften, also neolithische Revolution und industrielle Revolution. Und das würde eine enorme Beschleunigung auch des Wandels insgesamt bedeuten. Wenn ihr euch die Menschheitsgeschichte anguckt, seht ihr eine enorme Beschleunigung des Wandels. Vor 160.000 Jahren ungefähr ist der Homo sapiens aufgekommen. Nehmen wir ein Viertel davon, 40.000. Vor 40.000 Jahren hat der Homo sapiens Afrika verlassen, ist nach Europa gekommen, hat den Neandertaler nach und nach verdrängt. Nehmen wir ein Viertel davon, 10.000 Jahre. Vor 10.000 Jahren gab es die Agrarrevolution, die neolithische Revolution, Übergang von den Jäger-Sammler-Gesellschaften zu Agrargesellschaften, damit eine enorme Explosion des Wachstums. In den Jäger-Sammler-Gesellschaften hatten wir alle 250.000 Jahre eine Verdopplung des Outputs, mit den Agrargesellschaften alle 1.000 Jahre. Das ist also eine enorme Beschleunigung. Das war vor 10.000 Jahren. Nehmen wir ein Viertel davon, 2.500 Jahren. Vor 2.500 Jahren hatten wir die Achsenzeit, von der Karl Jasper spricht. Enormen Durchbruch der Philosophie, der Theologie, der Wissenschaften, im gesamten eurasischen Raum. In Griechenland hattet ihr die Vorsokratiker mit Thales und Pythagoras und Heraklit und Parmenides. In Persien hattet ihr wahrscheinlich Zarathustra. In Indien wurde Buddha geboren. Und in China hattet ihr die beiden vielleicht bedeutendsten chinesischen Philosophen, Konfuzius und Lao Tse, zeitgleich. Alle haben zeitgleich gelebt, im 6. Jahrhundert vor Christus. Wenn ihr mit einer Zeitmaschine im 7. Jahrhundert vor Christus stranden würdet, würdet ihr kaum interessante Denker finden. Im 6. Jahrhundert plötzlich kommen die alle auf. Das ist die Achsenzeit. Vor 2.500 Jahren ein enormer Durchbruch in diesen Bereichen auf dem gesamten eurasischen Kontinent. Nehmen wir ein Viertel von diesen 2.500, das sind ungefähr 650 Jahre. Vor 650 Jahren die Renaissance, Aufkommen der wissenschaftlichen Methode, die weltumspannende Seefahrt. Ein Viertel davon, vor ungefähr 150 bis 200 Jahren, die industrielle Revolution. Und ein Viertel davon, vor ungefähr 50 Jahren, die Computerrevolution. Computer haben sich immer mehr verbreitet. Ein Viertel davon, 12, 13 Jahre, das Internet. Das Internet enorm hat sich das verbreitet. Und ein Viertel davon sind 2 oder 3 Jahre. Seit ungefähr 2 oder 3 Jahren haben wir all diese Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz, von denen ich euch erzählt habe. Sie haben offenbar eine enorme Beschleunigung, die sozusagen der Übergang zur jeweils nächsten Phase ist, wird immer kürzer. Also enorme Steigerung des Wachstums. Was das jetzt pro Kopf bedeutet, hängt übrigens davon ab, ob wir davon ausgehen, dass die künstlichen Intelligenzen ein Bewusstsein haben oder nicht. Wenn sie kein Bewusstsein haben, dann haben wir, nehmen wir mal an, wir haben 7 bis 10 Milliarden Menschen dann und wir haben vielleicht nochmal 10-mal so viel künstliche Intelligenzen oder 100-mal so viel künstliche Intelligenzen und die werden einen enormen Wohlstand erwirtschaften für die lebenden Menschen. Das heißt, der Gesamtnutzen wird enorm steigen und auch der Durchschnittsnutzen wird enorm steigen. Wenn aber die künstlichen Intelligenzen Selbstbewusstsein entwickeln, und ich habe ja gesagt, Philosophen sind sich da überhaupt nicht schlüssig und Neurobiologen und Informatiker sind sich nicht schlüssig, ob die irgendwann Bewusstsein entwickeln, sollten sie Bewusstsein entwickeln, dann müssen wir natürlich den gesamten Wohlstand, der geschaffen wird, nicht durch die Zahl 7 Milliarden teilen, sondern vielleicht durch die Zahl 70 Milliarden oder 700 Milliarden. Und dann könnte es sein, dass wir wieder in einer altmalthusianischen Falle uns finden, aus folgendem Grund. Malthusianische Falle heißt ja, dass praktisch alles, was zusätzlich erwirtschaftet wird, wird investiert, um neue Menschen oder neue Wesen zu erschaffen. Wenn wir künstliche Intelligenzen haben, dann können wir davon ausgehen, wir schaffen eine neue künstliche Intelligenz, wenn sie uns etwas mehr erwirtschaftet, als es kostet, sie instand zu halten. Das heißt, wenn diese künstliche Intelligenz ein bisschen mehr erwirtschaftet, als es kostet, sie selbst instand zu halten, dann werden wir eine künstliche Intelligenz schaffen. Und das bedeutet aber, dass wir wieder in dieser malthusianischen Falle uns befinden. Und ob das dann eine gute Welt ist, das hängt davon ab, ob wir Gesamtnutzenmaximierer sind oder Durchschnittsnutzenmaximierer. Das ist wieder eine philosophische Frage. Wenn ihr Gesamtnutzenmaximierer seid, dann ist das eine gute Welt, weil insgesamt sehr viel Wohlstand geschaffen wird. Wenn ihr aber Durchschnittsnutzenmaximierer seid, ist das keine so gute Welt, weil pro Kopf, ihr müsst halt dann durch 70 oder durch 700 Milliarden teilen, kommt halt nicht so viel Wohlstand raus. Wenn ihr Durchschnittsnutzenmaximierer seid, könntet ihr darüber nachdenken, vielleicht das Wachstum künstlicher Intelligenzen irgendwie zu beschränken. Wenn ihr aber Gesamtnutzenmaximierer wart, wollt ihr, dass möglichst viele dieser künstlichen Intelligenzen geschaffen werden. Also eine enorme, diese Frage, die auch im Elfenbeinturm viel diskutiert wird, ob wir Gesamtnutzenmaximierer sind oder Durchschnittsnutzenmaximierer, hier wird sie mit einem Schlag sehr relevant. Das ist also die Frage nach dem Wachstum. Jetzt schauen wir uns an, die Besteuerung. Sollten wir künstliche Intelligenzen besteuern? Unser erstes Paper, das wir jetzt mit Kai Ross veröffentlichen, zusammen mit einem anderen Think Tank, IREF, wird sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie besteuern wir künstliche Intelligenzen? Was ist effizient, was ist sinnvoll, wie sollten wir das machen?
Und hier schauen wir uns ein Trilemma an. Trilemma heißt, wir gucken uns drei Aussagen an und die können nicht alle drei wahr sein. Alle müssen wir opfern. Oder ich sage mal so, wir haben drei Ziele und wir müssen eines von denen aufgeben. Wir können sie nicht alle miteinander vereinbaren. Das erste Ziel, das viele Menschen haben, ist, es sollte sowas wie eine Einkommensteuer geben. Einkommensteuer kann dazu beitragen, von den Reicheren zu den Ärmeren umzuverteilen, vielleicht auch öffentliche Güter zu finanzieren. Das ist ein Ziel, das viele Menschen haben. Das zweite Ziel, das viele Menschen haben, ist, wenn es eine Einkommensteuer gibt, nun ja, die Roboter sollten mindestens so stark besteuert werden wie die Menschen. Künstliche Intelligenzen mindestens so stark besteuern wie Menschen. Das wäre ja sonst auch ungerecht. Warum sollte man die weniger besteuern? Und von außen betrachtet gibt es vielleicht keinen Unterschied zwischen einem Mensch und einer künstlichen Intelligenz. Und wenn die künstliche Intelligenz jetzt gar nicht besteuert wird, dann wäre sozusagen der Mensch benachteiligt. Es gäbe auch Verzerrungseffekte und Asymmetrien und so weiter. Drittes Ziel, das einige haben, ist, naja, eine künstliche Intelligenz, ein Roboter ist ja ein Kapitalgut. Ist ein Kapitalgut. Und Kapitalerträge sollte man möglichst nah an Null besteuern. Das gibt es eine Reihe von ökonomischen Theorien, die das besagen. Kapitalerträge möglichst nah an Null besteuern. Ihr seht, ihr könnt diese drei Ziele nicht miteinander vereinbaren. Ihr müsst eines von den dreien opfern. Und jetzt frage ich euch, wer von euch würde am ehesten das erste Ziel opfern, also sagen, positive Einkommensteuer. Wer würde sagen, verzichten wir doch einfach auf die positive Einkommensteuer. Okay, das sind ein paar. Wer würde das zweite Ziel opfern und sagen, naja, Roboter, ja, wir haben dann zwar Asymmetrien, aber die wollen wir lieber doch nicht besteuern, die Roboter. Also lieber den Menschen besteuern, aber den Roboter nicht. Und das dritte Ziel, lasst uns einfach da doch eine Kapitalertragsteuer einführen. Ja, es ist vielleicht ökonomisch effizient, Kapitalerträge nicht zu besteuern, aber vielleicht sollten wir es einfach mal machen. Auch um. Ja, also wir gucken uns auch viele Varianten an. Ich sage nur, diese drei sind grob gesprochen drei Möglichkeiten. Man kann auch alles kombinieren, man kann alles ein bisschen machen. Man kann alles Ziel ein bisschen opfern. Und wir wollen dafür werben, dass wir nicht die Roboter besteuern und auch nicht die Menschen besteuern, sondern also weder Einkommensteuer haben noch Kapitalertragsteuer und stattdessen eine Konsumsteuer halt. Konsumsteuer. So, das ist also ein eleganter Ansatz und so könnt ihr mit dem Trilemma umgehen. Und das ist also eine riesige Frage, mit der Ökonomen sich jetzt beschäftigen müssen, die Besteuerung von künstlicher Intelligenz. Und schauen wir uns die dritte ökonomische Frage an, die, was bedeutet es für die sozialen Sicherungssysteme und was bedeutet es für Rente und so weiter. Nun, es schlagen ja einige vor und mir scheint das sogar mittlerweile die Mehrheitsposition zu sein bei Leuten, die sich damit beschäftigen. Einen Augenblick. Lasst uns doch einfach das, was die künstliche Intelligenz erwirtschaften, lasst uns das abschöpfen und damit ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren. Das wird immer verbreitet, da sieht man in ganz vielen Medien jetzt, dass dafür geworben wird. Und das Argument ist, erstens, wir können es und zweitens, wir müssen es. Wir können es, denn durch diese künstlichen Intelligenzen wird es ja viel mehr Wertschöpfung geben und deshalb, wir können es ja viel eher jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Und wir müssen es auch, weil durch die künstlichen Intelligenzen verlieren ja mehr Menschen ihre Arbeitsplätze oder werden substituiert, die Löhne geraten unter Druck, gehen etwas in den Keller und dann müssen wir denen halt helfen über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber wir wollen dagegen halten, als Think Tank gegen diese These, gegen die sehr verbreitete These, jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Und wir wollen einen alternativen Ansatz vorschlagen und das ist die KI-basierte kapitalgedeckte Rente. Das ist wie folgt. Wir haben heute im Wesentlichen ein umlagefinanziertes Rentensystem. Das heißt, wir zahlen ein in dieses umlagefinanzierte Rentensystem und wenn wir dann in den Ruhestand gehen, erwirtschaften die dann arbeitenden Menschen unsere Rente. Wie wäre es, wenn wir stattdessen, statt in dieses umlagefinanzierte Rentensystem einzuzahlen, das demografisch auf wackeligem Fundament steht, stattdessen Anteile erwerben an künstlichen Intelligenzen oder an Firmen, die halt geprägt sind von künstlichen Intelligenzen und dann später, wenn wir in den Ruhestand gehen, erwirtschaften die dann arbeitenden künstlichen Intelligenzen unsere Rente. Es werden praktisch alle Firmen in den nächsten Jahrzehnten enorm davon profitieren können zumindest, dass es diese künstliche Intelligenzrevolution gibt. Einige werden auch pleite gehen, aber im Schnitt werden die davon profitieren können. Und wenn wir Anteile haben an diesen Firmen, werden wir halt einen Teil dieser Kapitalerträge für uns nutzen können. Die Sorge, die einige haben, ist ja, dass diese künstlichen Intelligenzen nur wenigen gehören. Und wenn nur wenige Menschen diese künstlichen Intelligenzen besitzen und die profitieren von den Erträgen aus diesen künstlichen Intelligenzen und die anderen aber nicht, dann ist das ungerecht und das muss dann halt irgendwie ausgeglichen werden, sagen einige. Aber wir sagen, wenn wir heute schon anfangen, darüber nachzudenken, möglichst viele Leute Anteile erwerben an Firmen, die dann später von diesen künstlichen Intelligenzen profitieren, dann haben wir breit verteilt die Eigentümerschaft an diesen künstlichen Intelligenzen. Das ist unser Ansatz der KI-basierten, kapitalgedeckten Rente als Alternative zur umlagefinanzierten Rente. Kurzer Kommentar. Hat man ja 1990 in Russland versucht, ja, als alles privatisiert wurde, hat man ja die Anteile an die Bevölkerung ausgeteilt. Die Leute kannten keine Marktwirtschaft, sind ja alle Sozialismus aufgewachsen.
Mhm. Da sind einige Leute hingegangen, haben das aufgekauft, wir kennen sie heute unter dem Stichwort Oligarchen. Mhm. Und insofern haben das System ja versucht umzusetzen. Wo macht das für euch diesmal? Ja, wir haben natürlich einen graduellen Übergang, dass Leute selbst entscheiden können, ob sie in das umlagefinanzierte System einzahlen oder einen Teil davon nutzen, um halt Kapitalanteile zu erwerben, Anteile an Firmen. Zum Beispiel, wenn man Anteile an einer Automobilfirma hat, die wird bald profitieren davon, dass es selbstfahrende Autos gibt. Wenn man Anteile hat an Biotechnologiefirmen, die könnten davon profitieren, dass es irgendwann, dass die Forschung in diesen Biotechnologiefirmen ergänzt wird durch künstliche Intelligenzen. Und wenn ich Anteile habe an einem Hedgefonds zum Beispiel, ja, die werden unterstützt irgendwann durch künstliche Intelligenzen. Also wir haben einen graduellen Übergang. Wir haben auch uns die Übergangsphase, schauen wir uns auch an. Zurzeit ist es ziemlich schwierig, ein umlagefinanziertes System komplett umzustellen auf Kapitaldeckung. Das umlagefinanzierte Rentensystem zahlt ja zurzeit 250 Milliarden Euro pro Jahr aus. Wenn wir 2,5% reale Zinsen haben, bräuchten wir einen Kapitalstock, einen zusätzlichen Kapitalstock zurzeit von 10 Billionen, um halt den Cashflow zu generieren, der heute der umlagefinanzierten Rente entspricht. Das geht zurzeit nicht. Aber wir argumentieren, dass mit dem Aufkommen von künstlichen Intelligenzen es halt einfacher wird, einen großen Kapitalstock aufzubauen und wir auch bessere Situationen bei den Zinsen haben. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Denkanstöße gegeben zur künstlichen Intelligenz. Enorme Fragen, die sich hier auftun in all diesen Disziplinen und auch in einigen anderen Disziplinen, die ich heute nicht angesprochen habe. Denkt weiter drüber nach und ja, vielleicht will der ein oder andere sogar eine Karriere suchen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten jetzt in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank.